Wer bist du? Ich bin der Christoph, Christoph Hettich, und ich bin Vorstand der SAH. Meine Mutter erzählt mir immer ganz viel von der SAH. Was ist die SAH? Die SAH ist ein großes Unternehmen mit vielen Menschen, die darin arbeiten. Und wenn ich es vergleiche, das ist so wie eine große Schule. Und die einzelnen Klassen sind die Unternehmen und da arbeiten eure Eltern. Was macht die SAH eigentlich? Wir haben viele Unternehmen, 40 Unternehmen. Und die Unternehmen sind entweder in Krankenhäusern, das heißt, die schauen dann, dass Menschen gesund werden, oder in Hochschulen schauen, dass Menschen schlau werden. Denn wir helfen den Menschen, dass sie ein glückliches Leben führen können und wenn sie Hilfe brauchen, das entsprechend auch bekommen. Eigentlich ist meine Aufgabe, viele Dinge zu bestimmen, aber es wäre nicht klug, wenn ich das dauernd täte. Es sind so gute, so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Unternehmen, sodass die viele selber entscheiden. Streitet ihr euch auch? Also wir haben viele Menschen, über 11.000 Menschen, und da gibt es natürlich schon mal unterschiedliche Meinungen. Wir streiten da nicht oft, aber wir diskutieren und dann muss man auch entscheiden. Warum backen wir heute? Weil wir einen Geburtstag feiern wollen. Die SAH wird 50 Jahre alt. Und bei einem großen Geburtstag macht man doch auch eine große Torte. Jetzt rechnen wir mal rückwärts. Wer hilft mir? Das war 1966. Und wo war das? Heidelberg. Klasse. Was bedeutet SRH? Das S steht für Stiftung. Das H am Ende steht für Heidelberg, wo wir heute sind. Und das R steht für Rehabilitation. Was ist eigentlich Rehabilitation? Wenn Menschen eine Verletzung hatten oder krank geworden sind, kann es manchmal sein, dass sie nicht mehr den Beruf ausüben können, den sie vorher ausgeübt haben. Und da wieder zurückzukommen in den Berufsalltag, da helfen wir ihnen. Das ist Rehabilitation. Was ist eine Stiftung? Wenn viele Menschen sagen, wir wollen was Gutes tun und wir wollen das auf eine lange Zeit tun, das nennt man dann Stiftung. Standing at the crossroads, feeling how the wind blows, we can soar above the clouds. Every moment is a heartbeat, and every breath feeling so sweet. And who can say what happens now? So sieht's aus, wenn 46 Hände gemeinsam arbeiten und was Tolles geschaffen haben. Deshalb feiern wir jetzt gemeinsam. Warum brauchst du meine Mama am Donnerstag nicht? Das liegt daran, dass dann die Mama gesagt hat, dass sie etwas mehr Zeit haben möchte für euch. Dass sie gesagt hat, kann ich einen Tag mehr Zeit haben mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn? Dann versuchen wir das zu organisieren. Und wenn ihr denn größer seid, sagt die Mama vielleicht, ich kann wieder einen Tag mehr arbeiten. Wo macht ihr das alles? Das ist eine ganz schlaue Frage, weil wir es nicht nur in Heidelberg machen, sondern wir sind in Gera, in Karlsbad Langensteinbach, in Riedlingen, in Suhl, in Leverkusen, in Dresden, in Cottbus. Wir haben sogar in Paraguay eine Hochschule. Kann ich bei euch später arbeiten? Wir brauchen ständig pfiffige, schlaue, junge Menschen. Wir haben Krankenschwestern, wir haben aber auch Ärzte, wir haben viele, viele Lehrer. Wir haben Menschen hier, die kochen auch für andere. Ganz viele Berufsbilder. Und wenn ihr Lust habt, dann freuen wir uns schon drauf. Großartig. So kriegen wir es hin in der SAH. We're gonna let 'em shine. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming. No, we won't stop.
won't stop dreaming.